Hi ihr Lieben, wir machen heute einen No-Bake-Blechkuchen. Das werden, wie soll ich sie überhaupt nennen? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte jetzt nicht Dickmannsschnitten. Nee, so möchte ich sie nicht nennen. Es sind, ich glaube, Stracciatella-Schnitten, weil wir nehmen, also als Basis Dickmanns, weil ich die noch übrig hatte. Meine Schwester hatte Geburtstag, hat zu viel eingekauft und hat mir die dann mitgegeben für ein Rezept. Und die Schokolade, die in der Außenhülle hier sich befindet, die wird gleich zerstückelt und dann haben wir so eine Art Stracciatella-Creme. Aber als allererstes nehme ich hier die Waffel weg. Die brauchen wir jetzt nicht für die Creme. Die werde ich aber nicht wegschmeißen. Die kommt hier zu meinen anderen Keksen für den Boden. Dazu sage ich euch aber gleich noch was. So, und ich mache das hier. Ich habe viel geredet, merke ich gerade. Aber ich erledige das hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Und die Zutaten? Die Zutaten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hier unter dem Titel. Yes. So, hier unten habe ich jetzt Karamellkekse, da könntet ihr jetzt auch Butterkekse oder Kakaokekse nehmen und hier oben die Waffeln, weil ich die einfach nicht verschwenden wollte. So, und jetzt mixe ich das Ganze und gebe da geschmolzene Butter dazu. So, jetzt ist quasi der No-Bake-Boden fertig und ich habe jetzt hier meinen Backrahmen und ich mache das ganz gerne so, dass ich meinen eckigen Tortenretter als Boden benutze. Ihr könntet den Backrahmen jetzt auch direkt auf eine Platte, auf irgendeine Servierplatte legen, das ist auch kein Problem. Aber ich finde das halt mega praktisch. Ich habe den Griff, ich kann das direkt anfassen und in den Kühlschrank tun und. Verlinke ich euch auch unten in die Infobox. Ich habe jetzt meinen Backrahmen auf ca. 22 x 24 cm eingestellt. Ein paar Zentimeter Unterschied, das ist überhaupt kein Problem, gerade bei so No-Bake. Geschichten nicht. So, und jetzt gebe ich den Boden einmal hier in die Backform und drücke den schön fest an. Den Boden ganz kurz zur Seite legen. Ich zeige euch jetzt die schnelle Creme. Dafür nehme ich mir hier die Schaumküsse oder die Dickmanns in meiner Schüssel, werde sie jetzt richtig schön mit meinem Teigschaber zermatschen, ein bisschen klein drücken und da gebe ich dann Quark dazu. Ich nehme jetzt Magerquark, ihr könntet auch zum Beispiel den 20%igen nehmen, das wäre hier gar kein Problem. Und ich nehme gleich auch noch Schmand dazu und Vanilleextrakt. Und dann muss ich erstmal nach dem Geschmack schauen, ob ich überhaupt noch Puderzucker brauche, weil die Dickmanns sind ja schon sehr süß. Mal probieren. Mmh, süß genug. Also gerade so richtig, der Quark nimmt so diese extreme Süße von den Dickmanns. Perfekt. Jetzt binde ich das noch so ein bisschen mit Sahne fest und dann ist die Creme auch schon fertig. Und ich habe noch nicht mal irgendeine Maschine gebraucht. Also anfängerfreundlich, freundlich für Menschen, die vielleicht keine Küchenmaschine haben. Perfekt. Und ohne Strom. Ohne Strom. Also man spart sogar Geld bei dem Rezept. Ich muss es nochmal betonen, ich liebe diese Winkelpalette. Die wurde exakt nach meinen Vorstellungen kreiert. Die habe ich mitentwickelt und die kommt immer so gut vorne mit der Spitze an den Backrahmen und hier hinten mit dem Winkel. Jetzt habe ich das perfekt verstrichen. Jetzt kommt das aber in den Kühlschrank für mindestens 4 Stunden, gerne auch über Nacht. Also ihr könnt es auch länger drin lassen. Wir haben es jetzt 17 Uhr, deshalb würde ich mal sagen, bevor wir um 21 Uhr weiterfilmen, Hamza, machen wir für heute Schluss. Und dann seht ihr uns morgen einfach wieder. Also bei mir kommt jetzt die ganze Nacht in den Kühlschrank und dann lasse ich mir, um ehrlich zu sein, noch was einfallen. Ich überlege gerade, mache ich einen Schokoabschluss, mache ich einen, vielleicht einen Früchteabschluss, überlege ich mir bis morgen. Brainstorming ist angesagt. Wir brainstormen. Dieses Rezept ist übrigens sehr spontan entstanden und mit Zutaten, die ich einfach zu Hause hatte. Da seht ihr mal, es kann auch wirklich einfach sein und mit ganz, ganz einfachen Mitteln einfach auch. Kreativ sein. Genau. Also wir sehen uns dann morgen. Tschüss.
einen Tag später, ich habe mich jetzt für eine Schokoglasur entschieden, eine Mischung aus Vollmilch und weißer Kuvertüre. Die habe ich bei niedriger Wattzahl ganz einfach in der Mikrowelle geschmolzen. Und damit das gleich nicht so knackt, sondern sich ganz schön geschmeidig durchschneiden lässt, gebe ich da noch ein bisschen Kokosfett dazu. Also ganz einfach einrühren. Und dann hoffe ich, dass ich ein schönes Muster hinkriege. So, im nächsten Schritt die Glasur kurz trocknen lassen, das dauert keine 10 Minuten, dann den Backformlöser nehmen, den Rand schön rauslösen und jetzt nehme ich den Backrahmen einmal weg, so die Klemmungen lösen und ich finde, dass das Rezept echt mega, mega schnell ging. Gucken, so, ja schön, sehr schön, jetzt gucken wir, ob der Geschmackstest dann auch bestanden ist, denn wenn nicht, dann wird dieses Video niemals erscheinen, aber ich glaube, das schmeckt. Ich glaube, das schmeckt. Kiki, bei dir hat noch nie was nicht geschmeckt. Oh, wir machen jetzt kurz die letzten 10 und dann schneide ich den an und dann probiere ich. Ich probiere. Wir beide probieren. kommst du mal bitte? Was denn? Du kommst mal bitte? Wir haben gesagt, wir probieren zusammen. Nein, Hamza, wir haben gesagt, wir probieren zusammen. Willst du jetzt vor laufender Kamera ja, dann versprechen? Das Stativ. Ist die Kamera am Laufen? Okay, wir verkosten jetzt unsere Schnitte. Aber zum ersten Mal stehe ich hier und ja. Ist mit dir. Richtig, ey. Ich gehe jetzt ohne Erwartung daran. Okay, hier, du kannst von hier das Stück abmachen. Bin richtig gespannt. Also das ist jetzt ein Dickmannskuchen quasi. Das ist ein Dickmannsschnitten. Sollen wir es Dickmannsschnitten nennen oder habt ihr andere Vorschläge? Und? Mm. Wie schmeckt's? Ich finde es Hammer. Das hat noch so ein bisschen sauren Touch, ne? Durch den Quark. Aber der schmeckt jetzt nicht schwer. Also der schmeckt jetzt nicht so, dass man sagt, boah, der haut richtig auf die Hüften. Also das tut er bestimmt. Der schmeckt richtig gut. Mhm. Ich bin glücklich. Der eindeutige Beweis, dass Kuchen glücklich macht. Mhm. Kuchen macht immer glücklich. Hashtag Backen macht glücklich. Haben sich mir jetzt dafür, dass du dein Stück kriegst und ich das Stück. Weil ganz ehrlich, ey, das Stück teilen muss jetzt nicht sein. Ich bin dafür. Und dass ich mein Stück jetzt auf Instagram ein bisschen promote und die Leute ein bisschen heiß drauf mache. Mhm. Das kannst du gut. Mhm. Haben sie das richtig fies auf Instagram. Ich mache mir jetzt auch noch einen Kaffee dazu. Auf jeden Fall. Okay, unbedingt nachmachen. Das Video geht somit online. Es bleibt nicht im Verborgenen. Auf jeden Fall. Es schmeckt sehr gut. Ich will auch nichts dran ändern. Denkt bitte daran, dass ihr den im Kühlschrank lasst und kurz vom Servieren es rausholt. Das ist das Einzige, was ich euch als Tipp geben kann. Also, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Hamza, du darfst... Vergiss nicht zu abonnieren. Genau, ich wollte gerade sagen, du darfst das Outro machen. Vergiss nicht zu liken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki. Komm ab! Also. Ich hab's so gemacht. Mann, das musst du rausschneiden jetzt. Okay.